Danke für die Einladung und danke für die netten Worte. Und es ist heute so ein wichtiger Tag, hier beim Ostermarsch für den Frieden zu stehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sagte gestern der polnische Ministerpräsident, er wolle ja keine Angst machen, aber wir seien jetzt in Westeuropa, in Europa, in einer neuen Vorkriegszeit. Dazu haben wir auch noch aus der deutschen Politik Stimmen gehört, Deutschland solle kriegstüchtig werden. Dieses Wort kam jetzt seit einiger Zeit ins Gespräch. Und wir hier stehen und wir zeigen, wir sind sehr viele Menschen in Deutschland, die in Deutschland leben. Und wir sagen, wir werden nicht kriegstüchtig. Wir weigern uns, kriegstüchtig zu sein. Deutschland soll ausschließlich diplomatisch bei den weltweiten Konflikten in Erscheinung treten und nicht mit Waffenlieferungen. Neulich wurde ich gefragt, was ist eigentlich der sogenannte Mainstream, von dem ich immer wieder rede? Und ich bin Filmregisseur, ich bin Historiker, ich habe Geschichte studiert. Und ich würde sagen, ein Mainstream ist immer eine gewisse Mode im Denken, in der Debattenkultur. Praktisch eine bestimmte Reichweite von Meinungen, die man öffentlich vertreten kann, ohne dass man als in Anführungszeichen komisch gilt. Hätte man vor 20 Jahren gesagt, wir sind dafür, dass Streumunition in Länder geliefert wird, das wäre außerhalb des Mainstreams gewesen. Jetzt werden von den USA oder wurden von den USA Streumunition in die Ukraine geliefert, Großbritannien liefert abgereicherte Uranmunition und die sogenannte Mainstream-Meinung findet das in Ordnung. Es steht außerhalb des Mainstreams, wenn man für Frieden ist, wenn man für Diplomatie ist. Aber wir hier stehen, weil uns die sogenannte Mainstream-Meinung egal ist. Wir wollen Frieden, wir wollen Diplomatie, egal was der Mainstream sagt, dafür stehen wir, viele von uns schon seit Jahrzehnten und das ist ein sehr inspirierendes Zeichen. Als ich Geschichte studiert hatte, hatte ich gemerkt, dass Frieden ein sehr kostbares Gut ist. Ich denke, in der Weltgeschichte gab es tendenziell mehr kriegerische Zeiten als friedliche Zeiten. Und was mir aufgefallen ist, als ich Konflikte der Geschichte analysiert habe, ich glaube, bei jedem bewaffneten Konflikt in der Geschichte fühlten sich beide Seiten im Recht. Und es ist immer die Idee, wir wollen ja keinen Krieg, aber uns wird keine Wahl gelassen. Und wir sind viele Menschen, die wissen, dass man sich nicht in so eine Spirale hineinziehen lassen darf, dass man plötzlich für Waffenlieferung ist, für eine Eskalation. Wir sagen, es gibt keine Alternative zur Diplomatie. Deutschland soll neutral sein in den Kriegen gerade, insbesondere zum Beispiel in der Ukraine und sich ausschließlich als Vermittler vertreten. Und wir senden hier ein Zeichen in die Welt, dass es in diesem Land viele Leute gibt, die genau so denken. Was ich sehr interessant finde, wenn wir vom Mainstream reden, es wird ja oft in großen Medien, in Politik, die gerade praktisch in sind, so suggeriert, dass man Demos nicht besuchen könne, weil ja irgendwelche schrecklichen Menschen sich möglicherweise darunter mischen könnten. Das wird so als Argument genommen, dass man sich gar nicht die Meinung anhört. Und ich war schon auf sehr vielen Demos und ich frage mich manchmal, was müssen sich wohl diese paar offenbar sehr schrecklichen Menschen, die sich angeblich drunter mischen, denken, wenn sie hier mit so vielen positiven und intelligenten, friedvollen Menschen zusammengehen. Ich glaube, da wären diese so schrecklichen Menschen sehr enttäuscht. Wir stehen hier für eine Gesprächskultur, sowohl im Inland als auch international, auf Augenhöhe und mit Respekt. Wir haben in Deutschland, in Westeuropa, aber ich konzentriere mich auf Deutschland, ja eine Gesprächskultur gerade, die es kaum aushalten kann, dass es verschiedene Meinungen gibt, die sich komplett innerhalb des Grundgesetzes bewegen, komplett innerhalb des rechtlich legalen Rahmens. Es wird so suggeriert, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, dann ist das ein schlechter Mensch, dann muss ich den hassen, dann muss ich ihm respektlos entgegentreten, was auch immer. Und wir machen da nicht mit. Wir stehen hier respektvoll und friedlich für unsere Überzeugung. Keine Waffenlieferungen, Deutschland als diplomatischer Vermittler. Das ist unsere klare Meinung und davon weichen wir nicht ab. Und wir stehen hier friedlich und bestimmt, bis sie in den Mainstream vordringt.
Und ein Punkt, den ich bei Demos so unheimlich inspirierend finde. Ich bin von Beruf Filmregisseur. Mein Name ist Alexander Tuschinski, man kann mich googeln. Das sage ich, weil ich bei den ersten Demos sehr vorsichtig war, mich zu outen. Ich dachte, was ist, wenn mich jemand erkennt? Was ist, wenn Leute dann finden, ich bin ein komischer Typ? Dann dachte ich irgendwann, okay, anstatt dass ich Angst habe, geoutet zu werden, oute ich mich selber. Und wir alle stehen hier dafür, dass es nicht schlimm ist, für seine Meinung Gesicht zu zeigen. Ich denke, jeder von uns hat eine Geschichte, dass Menschen im Umfeld aggressiv reagierten, weil man gerade eine Meinung hat, die vom Mainstream abweicht. Und trotzdem stehen wir hier und machen Menschen Mut, dass es so geht. Und ich hatte einen interessanten Punkt. Neulich hat ein Freund mir gesagt, die Mainstream-Meinung ist wie so eine Art Staudamm und mit jeder Demo kriegt dieser Staudamm immer mehr Risse, bis man irgendwann unsere Meinung nicht mehr zurückhalten kann. Wir gehen durch die Straßen, Menschen sehen uns, wir winken Menschen zu. Ich habe so viele freundliche Reaktionen heute gesehen an der Straße. Und mit jeder einzelnen Demo, jede und jeder einzelne von uns hat einen Anteil, wird es schwerer, unsere Meinung zu diffamieren. Und es gibt in Deutschland so viele Demos und es gibt noch viel mehr Menschen, die unsere Meinung teilen und sich vielleicht noch nicht trauen, dafür einzustehen. Und wir haben einen ganz essentiellen Anteil, dass die Diskussionskultur in diesem Land endlich wieder so demokratisch und respektvoll wird, wie sie sein sollte. Und eines fiel mir auf, das ist vielleicht gar kein schlechter Abschluss. Der polnische Ministerpräsident hatte ja gestern gesagt, war das gestern oder die Tage, er wolle ja keine Angst machen, aber man stehe in einer Vorkriegszeit. Und ich habe aus dem Alltag gelernt, wenn jemand kommt, ich will ja nicht, aber dann höre ich meistens schon weg, weil ich denke, was will man eigentlich machen? Will man mir jetzt Angst machen oder was? Und ich denke, wir sehen das nicht als irgendeine natürliche Entwicklung, diese immer stärkeren Waffenlieferungen, diese immer stärkere, man muss schon sagen, Militarisierung, wenn man von Kriegstüchtigkeit spricht. Wir sehen es als eine Entwicklung, die man auch aufhalten kann, wenn nur genügend Menschen da nicht mitmachen und deutlich und bestimmt im demokratischen Rahmen zu ihrer Meinung stehen. Und wir machen da nicht mit, wir lassen uns keine Angst machen. Wir glauben, dass man diplomatisch vermitteln kann. Wir wollen, dass die Bundesrepublik sowohl mit der Ukraine als auch der Russischen Föderation gute diplomatische Relations, Beziehungen unterhält und damit für einen Frieden hinarbeitet, diplomatisch, und diesen Krieg keinesfalls durch Waffenlieferungen an irgendeine Seite noch weiter anheizt. Und dafür stehen wir hier. Und es ist interessant, weil wir haben alle natürlich unsere Hintergrundgeschichten, warum wir zu dieser Meinung gekommen sind. Ich habe teilweise mit Leuten geredet, wo es heißt, ja, man könne ja mit einer Seite dort nicht reden, man müsse Waffen schicken und so weiter und so fort. Und inzwischen denke ich, in der Demokratie kommt es darauf an, seine Meinung zu sagen. Früher habe ich mich rechtfertigt, jetzt sage ich einfach, das ist meine Meinung. Ich denke, wir können mit allen Seiten reden und Neutralität steht unserem Land am besten. Und wir als Menschen, die hier leben, sind dafür. Und dafür stehen wir heute auf der Straße zu Ostern. Und dafür werden wir auch weiter auf die Straße gehen, bis man uns erhört, dass die Demokratie so am Leben bleibt. Und vielleicht einen witzigen Punkt, das ist mir vorhin passiert. Jemand von der Straße sprach mich kurz negativ an. Ich habe so viele positive Reaktionen gehört. Und der begann mir zu sagen, warum gehst du mit solchen Leuten mit? Und dann nannte er ein paar böse Begriffe. Und ich habe dann eine Taktik angewandt. Ich habe die mal gehört, dass man die als Frau anwenden soll, wenn irgendjemand einen sexistischen Kommentar macht, dass man sich nicht verteidigt, sondern einfach Rückfragen stellt. Dann frage ich, ja, wieso sind diese Leute so und so? Und nach ein paar Fragen wurde er dann sauer und ist abgehauen. Und ich finde, so können wir im Gespräch bleiben. Wenn man uns unsachlich kommt, gehen wir nicht auf die Unsachlichkeit ein. Man kann Fragen stellen. Wir sind freundlich, wir sind respektvoll, wir sind bestimmt. Wir fordern Respekt, den wir auch geben. Wir fordern eine Diskussion auf Augenhöhe. Und ich denke, in diesem Land teilen sehr viele Menschen unsere Meinung. Und durch unsere Demos geben wir ihnen Mut, sie auch laut zu sagen. Und wenn das geschieht, kann die Politik uns auch nicht länger ignorieren. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, Alexander Tuschinski. Immer wieder inspirierende, schöne Worte. Klar formuliert, aber ganz klar auch nicht aggressiv formuliert. Genauso wie...